Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Trader. Herzlich willkommen zu unserem wöchentlichen Marktausblick. Ja, wir starten heute mal nicht mit dem S&P 500, sondern mit den Anleihemärkten. Denn wie ich euch im letzten Marktüberblick gesagt habe, ist das eben halt im Rahmen der Intermarket-Analyse sehr, sehr wichtig, auch auf andere Märkte zu schauen und sich Gedanken zu machen, was könnte denn passieren. Und wir sehen hier, dass das eingetreten ist, was ich gesagt habe, nämlich dass die 30-jährigen Zinsen hier ein neues Long-Signal generiert haben, nämlich hier, als der Markt hier drüber gegangen ist am 29.08., da haben wir eben halt das erste Mal quasi eine Bewegung gehabt mit einer Korrektur und einem neuen anschließenden höheren Hoch und einem höheren Tief. Ja, das haben wir eben halt hier schon die ganze Zeit nicht gesehen. Ihr seht, hier befand sich der Markt im Abwärtstrend und wir sind eben halt auch hier an entscheidenden Stellen aus dem Chart heraus. Das sieht man jetzt hier nicht so gut, weil das ein Back-Adjusted Chart ist. Aber das ist eben halt hier auch aus den COT-Daten ersichtlich gewesen, dass sich die großen Marktteilnehmer hier überwiegend long gehedged haben. Und ja, in der Form war das zu erwarten. Oder nein, es war wahrscheinlich, dass es so kommen wird. Und jetzt müssen wir eben halt gucken, ob der Markt tatsächlich hier nun weiterläuft auf der Long-Seite, gegebenenfalls hier dies als nächstes Target nimmt. Denn ja, wie ich das ja auch immer betone, das ist ein Future. Das heißt also, wenn der Future-Kurs steigt, dann fallen die Renditen. Und ja, das scheint so ein bisschen jetzt gerade die Story am Markt zu sein, dass der, ja, dass die Zinsangst, die man denn ja doch wieder hier verspürt hatte, nun wieder abebbt und es doch wahrscheinlich ist, dass der, ja, dass keine neue Leitzinserhöhung mehr großartig kommen wird. Das hilft natürlich den Aktienmärkten. Ich blende mal hier die Trenderkennung ein und dementsprechend hat quasi ja, deckungsgleich zu dem Future eben halt hier am 29.08. am gleichen Tag auch der S&P 500 uns ein neues Long-Signal generiert. Und ja, seitdem läuft der Markt rauf, also er lief natürlich vorher auch schon rauf, aber am 29.08. hatten wir das erste Mal auch hier wiederum ein höheres Tief und ein höheres Hoch, was quasi der Klassiker aus der Markttechnik ist, also ein sogenanntes 1, 2, 3, wo ein neuer Aufwärtstrend beginnt. Und gestern hatten wir hier eine kleine, ja, einen etwas schwächeren Tag, das ist halt der Donnerstag, der ist gerne mal etwas schwächer und jetzt sehen wir im Moment, Stand heute hier um 20 nach 11, dass der Future hier positiv wieder unterwegs ist. Gucken wir uns auch nochmal den Nasdaq an. Der Nasdaq sieht im Prinzip deckungsgleich aus und ist auch hier stark unterwegs. Der hat gestern keine rote Kerze gehabt, sondern nur eine grüne Kerze. Der Nasdaq ist ja traditionell, ich sag mal, wenn es dann bergauf geht, auch der stärkste Markt. Entschuldigung, ich habe gerade aus Versehen umgeschaltet auf einen anderen Markt. Ja, und dementsprechend gehe ich davon aus, dass der Markt hier als nächstes in diese Region möchte um 16.000 Punkte. Ob es denn für ein neues Jahreshoch reicht, das werden wir sehen. Der September ist ja eigentlich immer noch nicht der beste Monat. Aber es kann natürlich wie immer an der Börse alles passieren und es kann auch immer anders kommen, als es in der Vergangenheit war. Im Moment, wie gesagt, sieht der Markt eben halt weiter positiv aus. Ich würde mir eben halt wünschen, dass er das nicht in einer einzigen Bewegung macht, in einem einzigen Aufwärtstrend, sondern dass er eben halt hier nochmal ein wenig runterkommt, etwas korrigiert und dann weiterläuft. Wir bei uns im Premium Trading Club sind im Moment in XLK investiert. Also wir sind long in XLK und das entspricht quasi den Technologiewerten des S&P 500. Dann gucken wir uns nochmal eben den DAX an. Der DAX sieht eben etwas anders aus als der S&P. Der DAX befindet sich im Prinzip hier in einer Seitwärtsrange, eigentlich schon seit Monaten mehr oder weniger. Dieses Tief hier hat im Moment gehalten
Und der Markt ist hier abgedreht, ebenfalls mit einem neuen Long-Signal, wie man hier an der Trenderkennung sehen kann. Allerdings ja, befindet sich hier der DAX eben insgesamt im großen Bild nicht wie der S&P in einem Aufwärtstrend, sondern eigentlich ja seit April, also seit jetzt rund einem halben Jahr, mehr oder weniger in einer Seitwärtsrange. Dann blicken wir noch mal ganz kurz auf Öl, denn ja, Öl hat nun nach dieser Korrektur hier, die wir hier gesehen haben, wieder die Gegenrichtung eingeschlagen und ist im Moment weiter bullisch unterwegs. Und ja, so wie es aussieht, nimmt der Markt halt heute hier dieses Hoch raus bei ungefähr 84,50 und wird dann eben halt voraussichtlich weiter auf der Long-Seite unterwegs sein. Und ja, auch das passt so ein wenig in das Gesamtbild, denn wenn die Wirtschaft gut läuft, dann ist natürlich die Nachfrage nach Öl auch da und dementsprechend steigen die Preise. Zum Schluss noch mal ein wenig hier auf die Edelmetalle. Die hatten hier ja nur eine lange Abwärtsphase und haben hier, also Gold hat hier im Moment auch wieder gedreht. Allerdings ist hier, ja, muss man ein bisschen schauen, was könnte interessant sein. Was ich auf dem Zettel hatte, war Platin. Allerdings hat Platin im Prinzip nach der Drehung, also auch hier gab es ein Signal aus den Commitment of Traders Daten. Platin hat quasi, nachdem es sein Tief gesehen hatte, ist eigentlich ohne Korrektur direkt durchgelaufen. Solche Einstiege mag ich immer nicht, weil man benötigt ja ein wenig Bestätigung. Und gerne schaue ich natürlich hier auf so ein sogenanntes 1-2-3-Signal. Also wie ich es ja schon erklärt habe, dann hat man eben halt auch die Möglichkeit, irgendwo seinen Stopp hinzulegen. Aber wenn der Markt in einer Bewegung einfach nur raufrennt, also wie gesagt, das ist jetzt Gold hier, aber das nur mal zur Erklärung, dann ist das eben halt einfach schwierig zu handeln und manchmal dann etwas schade, wenn man dann nach Tagen, die man auf eine Korrektur gewartet hat und die dann nicht kam, zuschaut, ja, wie der entsprechende Markt in einer Bewegung einfach hochgelaufen ist. Aber auch das gehört dazu an der Börse, denn ja, dass man eben halt auch mal an der Seitenlinie steht und auch mal einen Trade verpasst, auch das ist die Lebensrealität. Ja, das war es eigentlich hier soweit. Das heißt, die Aktienmärkte sind weiter bullisch unterwegs und ich bin ja positiv gestimmt, dass wir eben halt hier jetzt Richtung der Jahreshochs gehen. Ob das in einer Bewegung sein wird, ich würde mir wünschen, dass das nicht der Fall ist, dass der Markt eben halt noch mal ein Stück runterkommt und eben halt danach Anschlusskäufe stattfinden und dann weiter raufläuft. Aber ja, mein Wunsch interessiert die Börse in der Regel auch nicht. Und von daher kann es natürlich auch sein, dass der Markt einfach direkt raufläuft. Das werden wir sehen. Also in dem Sinne, ich wünsche euch ein schönes Wochenende und bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.